Stellt euch mal vor, ihr baut so einen neuen PC zusammen oder kauft euch eine neue Konsole und denkt euch so, ja, ein Terabyte Speicher wird schon reichen, nur um dann festzustellen, wenn ihr Call of Duty installiert, ist die Platte schon fast voll. Wieso ist Call of Duty über 200 GB, Baldur's Gate 3 über 100 GB und allgemein Games so unglaublich riesig inzwischen? So viel besser ist die Grafik in den letzten paar Jahren nicht geworden, dass man von doppelten, dreifachen oder allgemein explodierenden Größen sprechen kann. Ich habe mich also auf die Suche begeben nach Gründen für die Explosion von Installationsgrößen und bin fündig geworden. Und ich sage euch, das wird in den nächsten Jahren nur noch schlimmer. Ich werde für dieses Video absichtlich ganz alte Spiele mit relativ neuen vergleichen, nur um die Differenzen etwas klarer zu machen. Aber lasst uns einen Gedanken gleich von Anfang an mit ins Video reinnehmen. Das Bild, also das Abbild von dem Game, was ihr gerade seht, als Datei, ist größer als das gesamte Game, von dem es aufgenommen wurde. Gucken wir uns also mal diese wahnsinnige Reise an und fangen an mit dem offensichtlichen, dem Production Value. Ihr habt bestimmt schon mal in ein Dev Diary reingeguckt oder gesehen, wie Motion Capture genutzt wird, um lebensechte Figuren ins Spiel zu bringen. Cutscenes sind lang genug, um dabei eine Essenspause einzulegen. Cinematografie in Games ist genauso gut, wenn nicht sogar besser als Kinofilm in Hollywood und manchmal sogar mit besserem CGI. Hello, how are you? I'm under the water. Voice Actors liefern High-Quality-Sprachaufnahmen. Die Soundkulisse gibt es in Stereo 5.1 und immer öfter auch mit Atmos und 3D-Soundeffekten, um euch die Immersion zu erleichtern. Grafik ist oft ein kritischer Verkaufsentscheider und somit ist der Production Value in Games einfach nur exponentiell gestiegen. Hinzu kommt das Streben nach immer mehr Details, was die Asset-Dichte einfach erhöht. Assets, also Objekte, die in der Spielwelt platziert werden, werden mehr, treten dichter zueinander auf und unterscheiden sich stärker. Schauen wir uns das Mario-Bild nochmal an, dann fällt euch vielleicht auf, dass die Wolke und der Busch dasselbe Asset sind und die große Wolke ist einfach die kleine Wolke dreimal hintereinander. Vergleicht das mal mit den heutigen Games und versucht die Anzahl der Assets in so einer Szene zu zählen, die Unterschiede sind gewaltig. Das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich das negativ sehen, aber ganz im Gegenteil. Mehr Assets, spannende Cutscenes, High-Quality-Images und Audio sind alles Fortschritte, die Games heute so unglaublich faszinierend machen, aber das sind nun mal alles auch Files. Egal ob Videofiles, Audiodateien oder eben Assets, die in unterschiedlichen Dateiformaten, je nach Engine, abliegen und in der Größe variieren. Zu diesen Assets gehören aber nicht nur Videos, Audiodateien und Modelle wie Baum, Auto, Charakter in T-Pose, sondern insbesondere auch Texturen. Lasst mich euch mal ganz vereinfacht erklären, was eine Textur ist. Wirklich ganz vereinfacht. Eine Texture ist ein Asset, das auf verschiedene Objekte angelegt werden kann. Für die Spielengine ist eine Mauer immer ein Rechteck, aber die Textur kann entscheiden, ob es eine Ziegelwand, Holz oder was anderes ist. Einfach gesagt, es ist die Art und Weise, wie das geometrische Objekt letztlich dargestellt wird. Das kann von Farben bis hin zu Licht- und Schattenverhältnissen oder sogar Durchsichtigkeit gehen. Ich weiß, eine extrem vereinfachte Darstellung, bitte nicht flamen, liebe GameDev-Kollegen. Jetzt wissen wir, was eine Textur ist und wir nehmen mal als Beispiel eine 1024x1024 große Textur. Angenommen, es kommt keine Transparenz dazu und wir verzichten erstmal auf Kompression, dazu sprechen wir gleich, dann ist die Rechnung relativ einfach. 1024x1024 Byte sind genau 1 Megabyte. Und da sind noch weitere Elemente mit dabei. Nehmen wir zum Beispiel Transparenz mit dazu und kodieren diese mit 4 Bytes pro Pixel, wird aus dem 1 Megabyte sofort 4. Und jetzt werden diese Texturen ja auch noch immer größer, entweder mit mehr Details, Auflösungen oder anderen Effekten. Allein eine Verdopplung der Dimension bedeutet eine Vervierfachung der Dateigröße. 1 Megabyte, vielleicht sogar 4, für jede Texture und denkt dran, jedes einzelne dieser Objekte trägt eine Textur, viele vermutlich dieselbe, aber trotzdem sind das eine Menge Texturen, die sich nun mal ganz schnell aufsummieren. Auch wenn das eine sehr vereinfachte Darstellung ist, könnt ihr euch denken, dass wir hier von vielen Daten sprechen. Eine Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen, ist Kompression. Kompression ist eine Herangehensweise, um Dateien und eben nicht nur Texturen, sondern auch Videos und Audiofiles zu komprimieren, also kleiner zu machen. Gerade früher, als physischer Speicher ein Thema war, weil Games nun mal auf eine relativ limitierte CD oder sogar Kassette passen mussten, war Kompression ein großes Thema. Die meisten unserer Dateiformate sind in irgendeiner Art und Weise in einem komprimierten Format. Heute wird sich aber tatsächlich viel weniger Gedanken um umfassende Komprimierung gemacht. Warum? Naja,
Weil wir es können. Warum noch viele Gedanken über Komprimierung machen, wenn physische Speichermedien für Games so viel seltener werden, Disk-Limits nicht mehr wirklich ein Thema sind, Internet immer schneller wird. Hinzu kommt, dass Dekompression auch wieder Ressourcen frisst, je nach Kompressionsformat, also ist die Optimierung der Dateigrößen und Formate etwas weniger priorisiert in der heutigen Spieleentwicklung im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und Dateiformate ohne Kompression sind gigantisch. Titanfall 2s Größe auf dem PC waren 48 GB. Davon waren rund 35 GB nur die Audio-Files. Die Audio-Files waren größer als der gesamte Rest des Spiels. Man unterschätzt sehr gerne, wie gigantisch Audio-Files sind, wenn sie nicht komprimiert werden. Das Ding ist nur, natürlich könnten die Game Devs ein bisschen mehr für die Kompression tun, das würde sicherlich helfen, aber die Wahrheit ist auch, dass Games und unsere Erwartungshaltung an Games dazu führt, dass ihr Production Value eben explodiert und somit auch die Größe immer mächtiger wird. That's what she said. Ich möchte hier manche Spiele nicht in Schutz nehmen, die sind definitiv viel zu groß, aber bevor ihr euch das nächste Mal über eine 100 Gig Installation beschwert, macht euch nur bewusst, dass dieses Wachstum nicht linear ist. Doppelt so gute Grafik heißt nicht doppelt so großes Spiel, sondern mit all den Komponenten, die damit einhergehen, vermutlich das Vierfache, Achtfache, Zehnfache der ursprünglichen Größe. Insbesondere, wenn wir auf ein paar der schlimmsten Verbrecher gucken, wie zum Beispiel Call of Duty. Eine Unmenge an Waffen sind inzwischen in diesem Spiel. Hinzu kommen Skins, Effekte, Attachments, Maps, Operators, alle wieder mit Assets, Texturen, Sounds und Co., die für alle Spieler im Spiel inkludiert sind, auch wenn ich selbst nie so einen leuchtenden Skin kaufen würde. Ist es ein Wunder also, dass Speichergrößen explodieren? Das Einzige, was die gigantischen Fallgrößen noch schlimmer macht, ist, wenn ihr nach Hause kommt, Bock habt auf Zocken, starten wollt und euer 200 GB großes Spiel erstmal mit einem 70 GB Update daherkommt. Auch das Live-Service-Modell ist schuld an immer größer werdenden Spielen, die kontinuierlich durch neue Inhalte erweitert werden, die ihr eben erstmal runterladen müsst. Erneut, nicht alles, was mit explodierenden Speichergrößen zu tun hat, ist schlecht. Immerhin wollen wir alle mehr Qualität von unseren Games und dazu gehört eben auch die Optik und der Production Value. Und auch wenn ich mich über Kompression beschwert habe, gibt es doch aktive Schritte, die Game Devs unternehmen, um dieses Problem zumindest teilweise anzugehen. Beispielsweise ist es inzwischen absolut normal, nur gewisse Komponenten des Spiels zu installieren und zu behalten. Story durchgespielt, dann weg damit, werde ich vermutlich nicht so schnell nochmal spielen. Oder auch Sprachpakete sind inzwischen individuell installiert und nicht mehr alle zusammen. Das bedeutet allerdings auch, dass Spiele in nächster Zeit vermutlich nur noch größer werden. Kein Wunder also, dass Konsolen jetzt mit noch mehr Speicher daherkommen, aber die explodierende Größe von Games ist nun mal auf den drastischen Anstieg in ihrem Production Value und allen einhergehenden Komponenten zurückzuführen. Und ja, auch ein bisschen auf die immer weniger lustig mit Kompression auseinanderzusetzen. Aber das ist nur ein kleiner Faktor, man könnte fast sagen ein komprimierter Faktor. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Schreibt gerne euren größten Verbrecher für Speichergrößen in die Kommentare. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr mich supporten wollt. Dann sehen wir uns auch wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.